Ich bin Romina Kehensli. Ich bin Vizepräsidentin des Women's Lacrosse Chur und Trainingsleiterin. Wir sind das Frauenteam des Lacrosse Chur. Wir haben fast 20 Spielerinnen im Moment, aktive. Und ja, ein bisschen von allen Altersgruppen. Wir sind von 15 bis fast 30 haben wir alles dabei. Das Lacrosse kommt ursprünglich von den Indianern, ist also schon eine sehr alte Sportart. Wir haben einen Stick und einen Ball. Und man kann es ein bisschen mit Unihockey in Luft vergleichen. Es wird draußen gespielt von den Frauen auf dem Fußballfeld. Wir haben ein Goal, das ist 1,80 auf 1,80. Und was ein bisschen der Unterschied ist, ist, es wird in Luft gespielt und ist relativ schnell. Erstens ist es cool, weil es mal ganz etwas anderes ist, als was man es kennt. Das Team ist unglaublich cool, das Chur. Und auch Spieltage, die wir haben. Wir gehen durch die ganze Schweiz, wirklich auf Bern, auf Zürich. Überall ein bisschen haben wir Spiel. Also wir haben hier unseren Stick. Mit dem fangen wir den Ball fangen und schiessen. Und das ist wirklich unser Hauptwerkzeug im Spiel. Es ist relativ leicht und handlich. Ja, wichtig ist, dass man mit dem gut zu Schlag kommt. Der Ball, der ist etwa 120 Gramm schwer. Er tut weh, wenn man einen Kopf kriegt. Darum ja, unser Ziel ist, zum präzise zu besseln und zu fangen. Es gibt Angriff, Mittelfeld und Verteidiger und den Goalie. Und die Angreifer und Verteidiger gibt es, die fixen, die bleiben dort, wo sie sind. Dann gibt es aber auch das Mittelfeld, das muss beides ein bisschen können, das muss vor allem viel rennen können. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man ein bisschen das Ballgefühl hat, aber man kann eigentlich alles lernen. Eben auf den verschiedenen Positionen muss man verschiedene Fähigkeiten haben, es ist sicher für jeden etwas dabei. Ja, wichtig ist Motivation und Freude am Bewegen.